Heute geht's los mit der Einrichtung. Okay, gut, dass ich gerade die Staubsaugerung habe. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit meinem Terrarium. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das Ganze heißen wird. Ich glaube, irgendwie so Wasserfall, Paludarium, Terrarium. Mal schauen, vielleicht fällt mir im Laufe des Videos noch ein Titel ein. In letzten Videos im Projekt habe ich euch das Terrarium gezeigt und aufgebaut. Es gibt das Problem hier mit dem Gitter und Hobby hat mir geschrieben, dass sie schon an einer Lösung arbeiten und es bald eine Lösung gibt, dass sich das nicht mehr so durchbiegen lässt. Also werde ich euch, sobald ich da mehr weiß, Bescheid sagen und das wahrscheinlich hier auch austauschen. Wie gesagt, das ist der einzige Punkt. Heute geht's los mit der Einrichtung und ich habe hier schon so Korkplatten in den Terrarium drinnen stehen. Ich möchte hier einen Wasserteil und einen kleinen Wasserfall oder Wasserlauf machen. Also soll nicht so ein hoher Wasserfall werden, sondern eher so ein Wasserlauf. Ich bin mir gespannt, wie mir das gelingt. Also am liebsten hätte ich so einen kleinen Fluss, einen kleinen Bach in den Terrarium. Mal schauen, ob ich das schaffe. Aber zuerst holen wir mal die Korkplatten hier raus, die brauchen wir noch nicht. Weil der erste Schritt ist, das Ganze abzudichten. Also natürlich der untere Teil ist hier komplett wasserdicht, aber oben die Platten sind ja nur reingesteckt. Und da kann es schon sein, dass Wasser durchkommt. Das kann man entweder mit Aquariensilikon zukleben oder ich habe jetzt hier den Hobbyfix Unterwasserkleber. Mit dem kann man das auch gut zukleben. Und Küchenrolle ist sicher auch nicht verkehrt, da ein bisschen was herzurichten. Ich überlege gerade, soll ich Handschuhe anziehen? Ja, ausnahmsweise hole ich mal Handschuhe. Das heißt, ja, mit Silikone ist schon nicht schlecht, immer Handschuhe anzuziehen. Ich muss sagen, ich bin gar kein Fan davon, man hat da immer wenig Gefühl. Man batzt sich dann sowieso irgendwie trotzdem an, also irgendwann zieht man die dann aus oder greift damit irgendwas an. Aber vielleicht ziehe ich die im Laufe des Videos noch aus, aber jetzt erstmal fürs Erste, dass wir da geschützt sind. Hier haben wir die Kartusche, da brauchen wir auch keine Spitze dafür, sondern die steht unter Druck. Müssen wir hier aufdrehen, dann geht der Griff hier auf und dann kommt hier das Hobbyfix raus und ich sehe gerade, das ist transparent und das ist schwarz. Ich werde das Schwarze benutzen. So mache ich das wieder zu, weil ich möchte hier die Kanten jetzt alle schön dicht machen und ich glaube, das Schwarze sieht man auf Schwarz schlechter, also weniger, als das Transparente. Also nochmal, hier sieht man das Schwarze, was rauskommt. So. Und ich fange einfach an, die Kanten hier dicht zu machen. Also ich ziehe einfach an den Kanten entlang. So. Und das sollte schon dicht sein. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. So, nach hinten oben mache ich es auch noch. Und hier die Leisten mache ich innen auch noch, das Gitter lasse ich, weil da kann es ja sein, dass ich das noch austauschen werde. Ist gar nicht so einfach, wenn man dabei auch noch filmt. Und normalerweise würde man, wenn man so Silikon, also das ist ja kein richtiges Silikon, aber silikonartig, so Spülmittel mit Wasser verdünnt nehmen oder so, gibt auch so extra Flüssigkeit dafür. Ich werde jetzt einfach mal das, den Reiniger von Hobby nehmen. Weil ich denke, der ist dann auch eher safe für die Fische und sollte hoffentlich auch so funktionieren. Also ich probiere es einfach mal. Die hinteren Nähte, die wichtiger sind, ziehe ich eh nicht ab. Die vorderen sind eh nicht so wichtig, dass sie dicht sind. Sind eher nochmal so zur Vorsicht. Aber vor allem die unten und nach hinten, die habe ich eh so dick gezogen, dass sie halt auch schon so dicht sind und ich die nicht abziehen muss, sondern dass die einfach schon eine dicke Naht haben. Aber die vorderen ziehe ich einfach mal ab mit dem Finger. Also für das ist schon gut, Handschuhe zu haben. Alle Kanten nach hinten und nach unten sind mal abgedichtet. Ich lasse das Ganze erstmal ein bisschen antrocknen und überlege mal, wie ich jetzt weiter vorgehe. Ich habe mir viele Videos von der Biotopgalerie angeschaut. Das ist ein asiatischer Kanal, ich weiß gar nicht genau von wo. Aber die machen immer richtig nice Terrarien. Und ich habe mich ein bisschen davon inspirieren lassen, wie die das immer machen. Und die benutzen auch immer so Hartschaumplatten, mit denen sie eine Kammer bauen, in der die Pumpe versteckt ist. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich habe hier so eine große Hartschaumplatte. Ich habe hier auch noch so eine Schneidunterlage gekauft. Die habe ich hier schon drüben. Ist richtig praktisch. Darauf kann man Sachen schneiden. Wenn man jetzt hier mit einer ganz neuen Klinge reinschneidet, ist es egal. Man schneidet nicht durch. Also auf jeden Fall die Oberfläche vom Tisch geschützt. So, dann
messen wir uns das ab. Ich mache das einfach mal 12 cm. Einfach mit der Klinge so. Leicht, wenn es ein paar Millimeter anders, wenn es ein paar Millimeter Spiel hat, ist nicht so schlimm. Sollte aber schon gerade sein am besten. Halten wir uns das hier an und ziehen einfach mal durch. Ohne, so wie ich jetzt, ein paar Millimeter von der Leiste abzukommen am besten. Aber nicht so schlimm. Ein paar Millimeter Spiel sind nicht so schlimm. Ja, ein kleiner Bogen ist drinnen, aber ich setze es einfach mal so an und drehe es um und nehme das als neue Leiste. Aber ich benutze die gerade Seite zum Anlegen. Am besten auf der Unterlage bleiben, aber der Tisch hier ist sowieso schon ein bisschen zerstört. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt haben wir die Ecke hier. Jetzt brauchen wir noch Löcher für unten, wo das Wasser reinkommt für die Pumpe. Das mache ich auch einfach freihand. Nicht zu groß, weil sonst ist es zu instabil. Das ist eh etwas, was man am Ende nicht sieht. Also ist dann eh versteckt. Zwei Löcher haben wir mal. Jetzt muss ich auf die Post warten, weil ich habe so ein Gitter bestellt, was man dann da reinklebt. Und das sollte dann nachher gleich kommen. Ich hoffe, dass es bald kommt. Aber heute soll es ankommen. Dann kann ich da gleich weitermachen. Ich ziehe mir gleich die Folie ab. Nicht, dass ich die noch irgendwie mitklebe und das dann ganz sich wieder löst. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Post da war. Oder machen wir doch noch ein bisschen was weiter. Und zwar habe ich hier eine Box mit den alten Korkstücken und Resten vom Paludarium, was da drüben stand. Hier noch so ein großes Stück. Ein paar generelle Korkstücke. Ja, noch so ein bisschen andere Sachen. Ich habe ja diese Korkplatten hier. Natürlich könnte man die jetzt einfach an die Rückwand reinkleben. Aber falls ihr die Videos von der Biotopgalerie kennt, die benutzen auch oft so Kork, aber nicht so ganze Platten, sondern so Stücke davon, damit das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. Also hier, das ist ja schon ziemlich gerade und ist schon okay, aber ich habe geplant, das Ganze ein bisschen aufzubrechen und dann die Stücke reinzukleben. Schau mal, wie gut das funktioniert. Es bricht schon leider ziemlich gerade. Also ich hätte gehofft, dass es so schräg bricht, dass man so mehr Struktur drinnen hat. So in so unterschiedlich große Stücke. Ich glaube, dann ist das schon ganz gut. Vor allem, wenn da Moos dazwischen wächst und man dazwischen irgendwie noch so richtige Korkstücke reinklebt, dann schaut das schon ganz gut aus. Ich schaue, dass ich die nicht zu eckig breche. Also so wie das ist fast zu eckig. Wenn da eins dabei ist, ist es nicht so schlimm, aber ich schaue, dass ich die eher so dreieckiger breche, weil dann schauen die gleich viel natürlicher aus, als wenn das so rechte Winkel sind. Also so wie das. Einfach mal so ein bisschen zerkleinern. Und wenn wir dann größere Stücke verwenden wollen, haben wir ja noch die anderen Platten. Sind ja noch dann 5 Stück. Vielleicht benutze ich auch ein, zwei komplett ganz und klebe nur was dazu. Ich glaube, das wäre auch eine Option, dass man so zwei, drei Platten als Grundform hat und den Rest dazu klebt. Und ich mache mal Pause, weil es wird immer heißer hier. Das ist immer, wenn man hier die Lichter aufgedreht hat und die Türen zu, wird es ziemlich heiß hier. So, die Post war da und das Gitter ist angekommen. Es ist eine Spur kleiner, als ich gedacht habe. Also feiner, aber ich glaube, es ist trotzdem okay. Also es kommen ja die Schwämme davor, die den groben Dreck schon mal abfangen sollen. Und ich denke, das wird schon passen. Das ist jetzt fast wie so Gase. Aber ich habe das auch schon mal mit einem Fliegengitter gemacht. Und das ist ja auch so fein und hat das auch funktioniert. Das ist auch nicht verstopft nach über einem Jahr oder so. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass das funktionieren wird. Ich habe jetzt hier mal eine Schere genommen, um das Ganze zu zerschneiden. Ja, geht ganz gut. So, in den Videos benutzen die auch immer Heißkleber, um das Ganze mal zu fixieren. Weil jetzt hier zum Beispiel das Gitter mit den anderen Kleber festzukleben, da müsste man das halten, dass es stabil bleibt. Und mit Heißkleber geht es ziemlich schnell. So, also 4 Punkte.
und dann die Finger verbrennen beim Festdrücken. Okay, das hat noch nicht zugeklebt. Einmal und jetzt noch ein zweites Mal. Jetzt gleich ein bisschen größere Punkte, ist besser. Und ziemlich schnell festdrücken. Mit was wirklich tief reindrücken. So dass der Kleber durch das Gitter geht. Also wahrscheinlich mit ein bisschen Übung. Schaut zwar noch ein bisschen sauberer aus, aber ist ja auch so, dass man es am Ende eh auch nicht sieht. Dann machen wir das jetzt gleich schnell mit den Hobbyfix. So, ich klebe das einmal drumherum, dass es dann wirklich gut fixiert ist. Also man kann es sicher schöner machen, aber wichtig ist, dass es hält. Ich drücke den Kleber halt fest, damit er durch die Schlitze von dem Gitter geht und das fixiert, weil wenn der Kleber einfach nur drauf ist und das nicht fixiert ist, macht das ja auch nicht so viel Sinn. Jetzt natürlich gerade ohne Handschuhe und schon hat man ein bisschen was auf den Fingern, aber es ist einfach mit Handschuhen immer so nervig. Jetzt müssen wir das Ganze noch fixieren. Ich habe da jetzt noch zwei Kanten, die ein bisschen kleiner sind oder größer sind. Also die Kante hier ist größer, da fixiere ich das einfach so dran. Also hier nochmal schön reingreifen und dran. So, hier ist es ähnlich, auch dicke Tropfen vom Heißkleber drauf, um das Ganze zu fixieren. Aber das hält jetzt erstmal grob und jetzt fixiere ich es noch weiter mit dem Hobbyfix-Kleber oder halt mit Silikon von innen und ziehe schon eine dickere Naht, die das Ganze nochmal dauerhaft fixieren soll. So sieht es von innen aus, also eine 1A Silikonnaht gezogen. Aber ist nicht so schlimm, das sieht man nachher eh nicht mehr. Jetzt hält das Ganze schon mal ganz gut mit dem Heißkleber. Der andere Kleber, der braucht natürlich ein bisschen zum Trocknen. Also so ein paar Stunden, damit der mal eingetrocknet ist. Und so am nächsten Tag ist der dann sicher fest. Aber jetzt hält das schon mal und wir können das mal reinstellen. Und schauen, wie das so passt. So, also steht einmal hier in der Ecke. Also da möchte ich das Haar auch haben. Dass dann hier hinten eine Pumpe drin ist. Die muss ich erst besorgen, da habe ich jetzt gar keine daheim. Aber ich werde dann irgendwo ein Loch reinbohren, wo dann der Schlauch rauskommt. Ich denke, dass es circa auf der Höhe sein wird. Ich habe das Ganze so hoch gemacht, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das vielleicht ein bisschen... Also ich werde es so hoch lassen und dann einfach hier oben zu abdecken, vielleicht einen Deckel noch drauf bauen und dann wird man da schon halbwegs hinkommen, falls man was ist mit der Pumpe. Im Idealfall läuft die einfach durch. Hier habe ich es ja genauso gemacht, also ich habe hier hinten ja auch so eine Kammer, wo die Pumpe drin ist. Da ist das Ganze natürlich nicht zu hoch. Hier bei der Höhe könnte schon schwierig sein, aber ich glaube, meine Hand würde da reinpassen, dass ich reingreifen kann und zumindest die Pumpe an den Kabel rausziehen kann, weil das Kabel geht ja nach oben und hinten raus. Also sollte das passen, damit man die Pumpe ganz gut noch pflegen kann. Und ich werde das Ganze jetzt hier noch in die Ecke reinkleben. Also auch einfach hier mit dem Kleber einfach festkleben, so dass das Ganze hält und nicht mehr verrutschen kann. Dicht muss das eh nicht sein, weil da kommt sowieso das Wasser durch, das Wasser soll sowieso durchkommen, aber halt halten, damit es nicht verrutscht. So, ich habe alles verklebt und ist jetzt auch schon ein bisschen angetrocknet zumindest, also ja, ist jetzt zumindest mal fixiert und verrutscht jetzt nicht mehr, muss jetzt natürlich noch über eine Zeit lang trocknen, aber ich kann jetzt erstmal weitermachen mit dem Bodengrundaufbau. Dafür benutze ich die Filtermatten, das sind grobe Filtermatten, auch von Hobby, finde ich ganz gut dafür geeignet. Und die schneide ich mir erstmal zu und damit mache ich den groben Unterbau. So, einfach mit einem scharfen Messer. So, jetzt ist mir das noch ein bisschen zu weit vorne. Ich habe jetzt gleich ein bisschen zu viel weggeschnitten. So, ich habe jetzt einfach noch einen Schwamm genommen und den auch dazu geschnitten, dass der passt.
So, hier muss ein bisschen mehr noch weg. Dann haben wir vielleicht das kleinere Teil für weiter oben. Dann schauen wir das ein bisschen größer. Man muss ja auch beachten, es kommen, sollen noch Steine davor kommen. Also ist das dann nicht die finale, der finale Aufbau. Aber Wasser soll jetzt circa bis hier hinkommen. Also knapp, dass das noch im Wasser ist. So, wichtig ist, dass jetzt die Löcher hier komplett mit den Schwämmen zu sind, damit da kein Dreck oder so dort reinkommt und das ganze Wasser erstmal durch die Schwämme fließen muss. Also haben wir schon mal einen groben Aufbau. Schaut jetzt alles noch ein bisschen komisch aus, wenn man das noch nicht so kennt. Aber ich könnte jetzt hier auch irgendwie Lavasteine drunter geben, damit das ganze Teil aber ziemlich schwer. Und so bleibt es relativ leicht und kann dann auch gut irgendwie verschoben werden. Dann nehmen wir uns hier die Reststücke gleich, oder? Dann haben wir schon mal einen schönen Aufbau. So, ich glaube, da so ein Wasserfall könnte ganz gut werden. Ich glaube, auf der Seite ist schon ganz gut. Also jetzt ist ein bisschen der kreative Prozess, dass man überlegen muss, wo was hinkommt und wie man das Ganze dann aufgebaut haben will. Da muss ich sagen, bin ich noch nicht hundertprozentig sicher. Das wird halt jetzt ein Prozess und wird dann hoffentlich schon gut werden. Aber ich denke, die Wurzeln, also die Korkröhren, wenn die dann irgendwie so sind und dann hier drunter das Wasser nach vorne fließt, also hier dann so, dann ist es schon gut. Ich frage mich nur, ob das zu hoch ist, ob es nicht besser wäre, wenn das nur so niedrig wäre und dann halt da schon runterfließt. Ich glaube fast, dass das der bessere Lösungsansatz wäre, dass dann das Wasser hier einfach schon runterfließt, also dass wir nur hier so einen kleinen Bachlauf haben. Dann haben wir die Wurzel irgendwie circa so und dahinter kommt das Wasser rausgeflossen. Ich glaube, das ist der Play. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen mehr verklebt, also das ist jetzt alles erstmal hier fest. Was ich vorher hätte machen können, ist so ein Vlies auslegen, also jetzt die Teile damit abdecken, damit der Schmutz nicht so in den Schaum reinkommt. Das hätte ich vorher machen können, hätte ich nicht so viel stückeln jetzt müssen, aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm. Oder kriege ich das noch irgendwo hier drunter? So, damit einfach noch mehr geschützt ist und der ganze Bodengrund jetzt nicht reinkommt. Jetzt können wir eigentlich schon anfangen mit dem Aufbau vom Hardscape. Da hole ich mal Steine. Und zwar werde ich schwarze Lava verwenden. Ist zum einen zum Teil relativ leicht und davon habe ich noch viel da. Also das sind echt ein paar Steine, die extrem leicht sind. Also so wie der hier. Der wiegt, glaube ich, nicht mal ein Kilo. Aber das ist ganz nice, weil ich möchte, dass es nicht zu schwer wird, das ganze Teil. Ich habe hier noch die Lava Pebbles, die kombiniere ich ein bisschen, weil ich nicht so viele kleine schwarze Lavasteine habe. Aber ich glaube, gerade so für den Übergang sind die auch ganz gut. Das soll ich jetzt erstmal verkleben. Ich habe jetzt hier noch mehr Kleber. Den Aquafix von AK funktioniert auch richtig gut. Und damit verklebe ich die Steine erstmal ganz gut, damit die halt halten und nicht mehr verrutschen. Und hier ist dann der Wasserfall, was runterkommt. Da muss ich noch ein paar Steine dazu kleben. Ich werde wahrscheinlich auch noch so Trenner einbauen, damit das Wasser nicht direkt fließt, sondern ein bisschen langsamer. Da bin ich noch ein bisschen gespannt, wie das funktionieren wird. So fallend machen. So, also ich werde jetzt noch ein bisschen herumprobieren. So, die eine Wurzel glaube ich mal festgeklebt, die ist nur zur Stabilität da. Jetzt habe ich noch ein bisschen Landscaping Foam geholt. Ich hoffe, dass der noch gut ist, der ist noch vom letzten Mal vom Terrarium. Das ist jetzt der von Aquaforte, also ein schwarzer Schaum, eigentlich für Teiche und dadurch auch gut oder nicht bedenklich für Tiere, wenn er getrocknet ist. Gibt es aber auch bei Liquid Nature von Oase so einen schwarzen Schaum für Teiche.
Also verlinke ich euch den von Oase. Damit möchte ich jetzt hier das Ganze ein bisschen stabilisieren. Wichtig ist immer, dass man falsch rum hält, also andersrum. Den Bereich dann ein bisschen ausfüllen, dass da nicht so eine große Ecke entsteht hinter der Wurzel. Jetzt baue ich mal das Loch für den Schlauch, das kommt hier hinten hin. Ich fange mal an, hier so ein paar kleine Steine dazu zu kleben, um den Wasserlauf hier zu verkleiden. Ich habe jetzt hier noch so ein Trennstück eingeklebt, damit das Wasser vielleicht hier ein bisschen steht und dann erst runterfließt. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Vielleicht baue ich hier auch noch eine Abgrenzung an, sodass halt hier und hier wirklich so Wasser langsam fließt. Mal schauen, wie das funktioniert. So, wir haben jetzt schon den nächsten Tag und alles ist gut getrocknet. Also auch hier zum Beispiel. Ich bin jetzt schon anfangen, das zum Teil wieder runterzureißen, damit es ein bisschen schöner ist. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich weitermache. Es ist gar nicht so einfach. Also ich habe jetzt schon ein paar Terrarien eingerichtet, so wie das hier und auch das Paludarium, was hier drüben stand. Und auch jetzt Anfang des Jahres das hier. Aber dennoch muss ich ein bisschen schauen, wie ich das am besten mache, damit es am Ende gut aussieht. In Videos schaut das immer so leicht aus. Die kleben einfach ein bisschen was an die Scheiben, da was hin und dann dort noch ein bisschen was. Und am Ende sieht es gut aus. Und wenn man es dann selbst macht, steht mal ein bisschen an. Ich habe jetzt hier mal eine von den Korkbränden hingeklebt, dass die mal einen großen Teil der Rückwand zumacht. Ich werde da noch Sachen dazu kleben, damit es ein bisschen schöner ausschaut und nicht so gerade ist. Vielleicht klebe ich hinten auch mal eine hin, um zu schauen, dass mal ein Teil dichter wird und dann das auch drauf kommen. Aber ja, werde ich jetzt ein bisschen herumprobieren. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen angefangen, den Wasserfallteil hier zu verdecken. Da will ich ja auch eigentlich alles hier zumachen. Ich glaube, ich mache jetzt mal weiter mit dem Boden. Weil hier habe ich jetzt auch schon Steine. Und damit ich hier gleich mal vollfüllen kann und das hier besser verdecken kann, kommt mal Bodengrund ran. So, zum Bodengrund. Ich habe hier von Yokuchi so einen Jungle Soil, der extra für Terrarien gemacht ist, also gebrannte Erde. Und den werde ich hier benutzen. Ich habe den noch nie verwendet, also kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe den mal bekommen zum Testen und werde den hier mal ausprobieren. Schaut gleich viel besser aus, das Ganze. Also Bodengrund macht echt viel aus. So, dann haben wir hier die zweite Platte. Die kleben wir auch noch fest. Geht es dann weiter mit mehr solchen Stücken auch. Dafür nehme ich jetzt wieder den Schaum und klebe dann die Teile hier fest. Ja, ist jetzt viel hin und her herumschieben. Ich werde jetzt einfach mal die Kamera ausmachen und so über die nächsten Stunden ein bisschen herumprobieren, immer wieder mal was dazukleben, dann wieder warten, bis es getrocknet ist. Also es dauert immer relativ lang. Wir haben jetzt mittlerweile Tag 3. Ich schalte mir noch die Lichter an, damit ihr auch was sehen könnt. Ich habe jetzt immer wieder weitergebaut, vor allem gestern habe ich noch einiges gemacht. Und ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war. Aber ja, ich habe jetzt hier noch so ein Teil dran geklebt. Hier kommt kein Wasser raus, also das ist mehr dazu da, um Pflanzen einzusetzen. Auch hier oben kommt kein Wasser, es ist wirklich nur Wasser hier lang fließen. Das werde ich jetzt als nächstes zumachen und halt verkleiden, damit man das nicht mehr sieht. Einfach auch mit irgendeinem Kleber bestreichen und dann mit Kies und so ausfüllen, damit das Ganze verdeckt ist und es dann natürlich aussieht. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen weiter aufgebaut. Hier noch ein Stein, der verklebt ist, mit mehr Säule höher ist. Dann habe ich das hier auch zum Teil abgeschnitten, damit es ein bisschen flacher ist, damit es nicht zu viel zu verdecken gibt. Und hier habe ich auch so einen weiteren Aufbau gemacht. Die Wurzel habe ich jetzt erst reingelegt, aber ich glaube, die passt eigentlich ganz gut hier auch. Also ich bin noch ein bisschen am Schauen, also ist alles nicht so einfach. Es ist ein laufender Prozess. Aber hier habe ich jetzt auch die Kanten schon schön gemacht, damit die nicht mehr so auffallen. Ich werde dann halt hier überall in den Ecken, muss ich schauen, ob ich hier noch was reinklebe oder einfach dann Moos dazwischen stecke, was dann dicht wächst. Muss ich dann schauen. Auch hinten sind natürlich so Stellen, die noch so sichtbar sind, aber vielleicht werden die einfach mit Moos gefüllt. Könnte auch eine Option sein. Hier habe ich auch noch was drauf geklebt, das ist ein bisschen mehr aufgegangen als gedacht. Aber ja, werde ich auch jetzt einfach so machen, dass das halt wegkratze, dass
den überschüssigen Schaum, damit die Fläche, so wie hier, grauer ist und der Kleber besser hält. Weil auf den getrockneten PU-Schaum hält er immer den Kleber nicht so gut. Hier hinten die Kammer muss ich auch noch zumachen, damit die Tiere, falls Tiere reinkommen, dann nicht reinkommen. Ich werde einfach einen Filterschwamm nehmen, der genau passend ist, damit er das Krümelomelett zumacht. Und dann noch so eine Halsschaumplatte genau zuschneiden, dass sie da drauf passt, damit das einfach zu ist und nichts reinkommen kann. Und dann muss ich halt auch alles noch hier verdecken und hier auch alles verkleiden. Wahrscheinlich werde ich auch einfach nur Kleber drauf machen, dann ein bisschen Streu, vielleicht den Korkstreu, muss ich schauen, wie das von der Optik aussieht. Und halt noch ein paar Korkstücke dazu kleben, damit es einfach natürlich aussieht. Es wird schon langsam, ist aufwendiger als gedacht. Also wie gesagt, es sind jetzt schon zwei ganze Tage, wo ich immer wieder dran gebaut habe. Natürlich nicht durchgängig, aber ich will jetzt langsam fertig werden. Zumindest halt mit den ersten groben Hardscape. Also vielleicht dann noch ein paar Details werden noch kommen, aber mit den groben und Hauptteil für dieses Video möchte ich heute fertig werden. Bei den Schaum ist es ja so, dass es vorne immer eintrocknet und ich schneide es dann einfach ab. Dann kann ich es einen Tag später wieder benutzen, aber natürlich irgendwann ist er auch dann aufgebraucht und ausgetrocknet. Aber es ist eh fast leer und ich sprühe jetzt noch die letzten Sachen. Dann habe ich hier Aqua Gravel und benutze hier meinen Soil Scoop, um den besser zu verteilen. Und da ziehe ich jetzt ausnahmsweise Handschuhe an, weil ich jetzt die Beschichtung mache. Mit Silikon und nehme ich einfach Aquarium-Silikon. Ich habe nicht mehr so viel von den Aquapoly Glue. Noch eine Tube habe ich, aber ich brauche erstmal das Silikon auf, was auch schon fast getrocknet war, aber es war noch gut. Und das verteile ich jetzt einfach hier auf den Untergrund. So, da ist auch schon leer. Und jetzt nehme ich einfach meine Finger und verteile mir das. Einfach hier schön verstreichen. So sieht es aus, wenn der Handschuh nicht dicht ist. Und jetzt verstreuen wir den Aquagravel da drauf. Also da ist wirklich viel draufstreuen. So, also ruhig dicker als man denkt und dann festdrücken. So, und später, wenn es getrocknet ist, können wir den überschüssigen Kies wegräumen und dann schauen, ob wir noch irgendwelche Stellen ausbessern müssen. So, hier oben mache ich das auch so, dass ich einfach noch mehr Korkstücke irgendwie dazu klebe. So, dann haben wir hier noch mehr Korkstreu. Und das mache ich jetzt mit allen möglichen anderen Kanten. Also hier habe ich schon gemacht. Und überall, wo noch irgendwelche Spalten sind, die ich verdecken will, schmier ich ein bisschen Kleber drauf, dann entweder Korkstücke oder den Korkstreu, um das Ganze schön zu machen. Und das schaue ich, dass ich jetzt alles schön mache. Das mache ich jetzt auch nebenbei. Und dann zeige ich euch das ganze Ergebnis. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Also ich bin schon mal ganz zufrieden. Also vielleicht kommen noch ein paar Sachen dazu. Ich habe hier hinten jetzt noch eine Wurzel platziert. Dann habe ich hier überall noch so Teile draufgeklebt, damit es ein bisschen mehr Struktur bekommt. Es sind schon noch so ein paar Löcher, aber ich glaube, ich finde es gar nicht so schlimm. Da werde ich halt, wie gesagt, einfach Pflanzen und Moos dazwischen stecken. Ich habe auch hier so ein kleines Korkstück gehabt, das hier perfekt passt, das ist ein kleiner Pflanztopf. Auch hier ist ein Teil und hier. Und der Teil ist auch relativ gut verdeckt. Also werde ich jetzt mal alles sauber machen. Und dafür habe ich einen Staubsauger. Okay, gut, dass ich gerade den Staubsauger geholt habe. Ich habe nur ganz wenig von dem Korkstreu gebraucht. Ach ja, ich saug das einfach weg. Ich habe eh so viel noch. Aber ja, könnte man noch aufsammeln. Aber jetzt sind da noch andere Sachen. Es ist noch anderer Dreck am Boden. Dann hätte ich damit irgendwie Schmutz im Kork. Also, einfach aufsaugen. Aber der Hauptgrund für den Staubsauger ist, um den ganzen Dreck hier abzusaugen. Das ist ein Gemisch aus Stückchen von den Schaum, Stückchen von Kleber, dann den Korkstreu, ein bisschen Kies. Ich werde das Ganze absaugen. Könnte man natürlich auch wieder absammeln, aber es ist halt gemischt mit lauter anderen Zeug. Auch hier der Kies, den werde ich auch zum Teil absaugen. Vor allem, wenn hier auch ein bisschen Kork dabei ist. Also starten wir mal den Staubsauger. Jetzt schaut schon gleich viel besser aus. Also das hat echt gut funktioniert. Ich habe es nicht 100% abgesaugt, sondern ein bisschen was ist noch locker, aber das ist nicht so schlimm, weil da läuft ja nur das Wasser drüber.
Da kann schon was sein. Hier sind auch noch so Stellen, aber da kommt halt einfach Moos drüber. Ich habe zusätzlich noch mit so einem schwarzen Sand das Ganze abgedeckt. Also auch hier zum Beispiel. All die ganzen Stellen, was jetzt nicht so gut ausschauen, überdecke ich einfach mit Moos oder so. Hier muss ich noch ein bisschen was nacharbeiten, also die Stellen hier unten. Ich habe jetzt hier noch die Stellen abgedeckt, lasse jetzt nicht mal trocken, dann sauge ich die vielleicht auch noch ab. Bodengrund kommt jetzt später rein, weil ich werde das Ganze mit Wasser befüllen. Dann spüle ich das Ganze ab und sauge das Wasser ab. Und wenn ich jetzt Sand reinschütte, dann wird er nur schmutzig. Das mache ich erst später. Jetzt geht es dann weiter mit dem Wasser und da brauche ich zuerst mal die Pumpe und die habe ich noch nicht da. Deswegen mache ich das im nächsten Video, da kümmern wir uns um die Technik, befüllen das mit Wasser und finalisieren die letzten Details von Hardscape. Vielleicht kommen noch ein paar kleine Steine dazu, was ich noch kaufe. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch bis jetzt gefällt. Es werden noch ein paar Sachen dazukommen, ist noch nicht ganz final. Aber vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen, was ich noch einbauen soll. Dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und hier kommt jetzt zum letzten Video, wo ich auch gezeigt habe, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Ist echt einfach gegangen. Und jetzt, wo mehr Sachen im Terrarium sind, ist es nochmal stabiler geworden. Also wenn man jetzt schaut, ist es viel stabiler, jetzt wo die Rückwand eingeklebt ist. Also das hilft auf jeden Fall auch. Also ich finde es auf jeden Fall nicht instabil oder so. Also es ist echt richtig nice. Also ich bin sehr zufrieden damit.